Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Extra-Video hier auf meinem Kanal. Ich habe heute ein sehr spannendes Video meiner Meinung nach für euch, denn Dagi B, Queen of YouTube Deutschland, hat eine neue Lidschattenpalette mit Boutique von Boutique, ihrer eigenen Marke, rausgebracht. Und ich habe damals schon ihre komplette Kollektion reviewed. Und jetzt gibt es eine neue Palette. Und ich würde vorschlagen, wir verlieren auch gar nicht viel Zeit und es geht auch gleich los. Falls ihr neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Das kostet euch nichts. Ich bin dreimal die Woche hier. Diese Woche ein bisschen öfter. Nächste Woche, Freunde, morgen. Morgen. Solltet ihr hier sein. Freunde, ich freue mich auf dieses Video. Ich möchte so ein bisschen einen kleinen Recap machen zu letztem Jahr. Oder vor anderthalb Jahren war das schon. Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen, als Luisa Crashen und ich bei dem Boutique-Event waren. Und für mich war das total aufregend. Es war mein erstes Event überhaupt. Und dann auch noch so groß. Und wir haben die Produkte dann bekommen und sind um 1:30 Uhr nachts nach Hause zu mir in die alte kleine Wohnung gefahren, haben beide noch mitten in der Nacht unsere Review dazu abgedreht. Es war dann irgendwann 3:30 Uhr und Luisas Flugzeug ging morgens um 8 und wir haben wirklich durchgezogen, dass die Videos auch gleich am nächsten Tag online gehen können. Wir waren beide fix und fertig, aber es hatte sich gelohnt, ihr hattet auf das Video gewartet und ich bin wirklich gespannt, wie ihr zu der Palette steht, wie die Palette ist, denn ich muss sagen, sie sieht wirklich sehr, sehr spannend aus. Der letzte Launch oder die letzten Produkte von Boutique haben ja so ein bisschen, da haben sich die Geister geschieden. Heißt das so? Ich glaube ja. Ich fand die Highlighter und Lippenprodukte richtig, richtig gut. Die Lidschattenpaletten waren so ein bisschen ausbaufähig. Die waren recht soft pigmentiert. Für Einsteiger vielleicht ganz gut. Aber ich glaube, wir haben hier ein neues Produkt, was da ein bisschen verbessert wurde vielleicht. Das gibt es im Boutique Shop, kostet 16,95 Euro. Ich habe 10 Euro Expressversand bezahlt, hätte ich mir eigentlich sparen können, weil, also es ging super, super schnell, muss ich sagen, aber ich habe es eh nicht vorher geschafft, euch das Video einmal zu zeigen. Deswegen, Freunde, würde ich vorschlagen, wir fangen jetzt einmal an und ich blende euch hier einmal die Swatches ein. Ich habe die schon mal geswatcht und ich muss sagen, ich bin so ein bisschen überrascht gewesen von der Farbe hier. Das ist die Farbe Honey Drip. Das ist wie so ein loses Glitzer, aber sehr, sehr, es fühlt sich ganz spannend an. Es ist sehr, sehr nass. Ich habe euch die Swatches einmal eingeblendet und hier seht ihr es auch nochmal auf meiner Hand. Das hat keine Pigmentbasis, sondern es ist so ein durchsichtiger Lidschatten irgendwie und da drin ist dieses Glitzer. Aber das ist nicht so grobes Glitzer, sondern recht feines Glitzer. Zusammengepresst, sehr, sehr spannende Textur. Auch die matten Töne fühlen sich so beim Swatchen tatsächlich recht gut am Finger an. Was wirklich krass war, ist die Farbe Sangria und Acai. Die waren wirklich intensiv am Finger. Und selbst wenn ich geswatcht habe, waren meine Finger noch mit Pigment voll. Ich vermute, dass sie so ein bisschen das Auge stain werden, also einfärben werden. Hier steht jetzt nicht drauf, dass es eine gepresste Pigmentpalette ist. Ich glaube aber schon, dass es so ein bisschen stain wird. Hier sind 7 Farben drin, made in Italy und das Packaging ist so ein durchsichtiges Plexiglas. Finde ich vom Packaging her wirklich fantastisch, weil, ich weiß nicht, ob ihr die Einladungskarten damals gesehen habt, die waren so durchsichtig aus Plexiglas und da war dann drauf eingraviert und dann hat Dagi da drauf unterschrieben. War schon wirklich richtig, richtig krass, die Idee. Und ich finde auch das Packaging wirklich schön. Es leuchtet schön im roten Neon und ich würde vorschlagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Ich habe euch ein kleines Stückchen herangeholt und die Kamera ein kleines bisschen dunkler gemacht, sodass ihr wirklich alles gut sehen könnt. Ich habe jetzt hier einen fluffigen Pinsel, der ist von BH Cosmetics. Und eigentlich wollte ich 2 verschiedene Looks machen, aber wir haben nur einen Neutral Tone mit drin. Und ich glaube nicht, dass ich damit wirklich einen kompletten Look machen kann, aber das ist wieder so eine Farbe, da sage ich immer, die könnt ihr euch gut in eure Lidfalte geben. Ein bisschen Schimmer hier, diese Farbe. Honey Drip oder Golden Hour rauf, fertig, schönes Alltags-Make-up, Lashes, Liner, go. Ich möchte aber heute wirklich die bunten Farben benutzen. Ich nehme jetzt diesen Pinsel von BH und gehe in die Farbe Bubblegum. Was ich persönlich nicht mag, sind diese länglichen Fännchen. Ich finde, da kann man schlecht den Pinsel aufladen. Man muss halt immer so hoch und runter gehen. Ist jetzt aber nicht so schlimm. Pinsel sieht extrem voll aus und extrem gut geladen. Ich klopfe ab.
Und platziere mir das einmal hier so ein bisschen in meine Crease. First Impression, die ich hatte, als ich die Farbe gesehen habe, war, das wird auf dem Auge nicht rauskommen. Jetzt aber, also seht ihr, glaube ich, selber, dass das ein sehr, sehr intensives Pink ist. Also das ist nicht so ein softer Pastellton. Man kann ihn ausblenden, aber er verliert dann nicht wirklich die Intensität. Also das schon nicht schlecht. Fühlt sich gut an. Ich finde, er fühlt sich auch nicht so trocken an wie die ersten Lidschatten beispielsweise. Die haben sich ja so ein bisschen kreidig angefühlt, was nicht unbedingt schlecht ist. Manchmal funktionieren Produkte bzw. Formulierungen so, dass sie ein bisschen trockener sein müssen. Die fühlt sich aber wirklich gut an und ich kann sie auch gut aufbauen. Also ihr habt gesehen, ich habe sie jetzt so ein bisschen ausgeblendet und die Intensität geht da nicht verloren. Also es ist dann immer noch recht pink, nur schön ausgesoftet. Das ist wirklich überraschend. Ich bin ehrlich mit euch. Falls Dagi es sieht, I'm sorry. Als ich die Palette gesehen habe, dachte ich mir so, okay, naja, das ist halt eine schöne Palette. Die hatte mich aber nicht so umgehauen, weil ich habe halt nicht gedacht, dass sie richtig, richtig krass sein wird. Die Farbe alleine ist aber schon wirklich gut. Also ich kenne halt viele pinke Töne und das ist ja wirklich so ein Bubblegum Pink, die, wenn man sie aufträgt auf die Haut, und ich habe jetzt keine weiße Base, ne? Also ihr habt es ja gesehen, das ist meine Hautfarbe drunter, dass die dann so ein bisschen softer aussehen. So ein bisschen wie hier, die Ecke hier oben, so leicht ausgewaschen, ist bei der Farbe nicht der Fall. Also sehr, sehr gut. Ich hatte mir ihr Launch-Video auch extra nicht angeguckt, das sage ich euch auch, weil ich finde immer, dass man dann schon so ein bisschen voreingenommen, nicht negativ, um Gottes Willen, sondern man erwartet dann schon etwas. Und ich will halt probieren, bei Reviews zu Make-up-Produkten so erwartungsfrei oder unvoreingenommen in Reviews zu gehen. Sonst denke ich mir halt, okay, da sah es anders aus und warum sieht es bei mir nicht so aus? Deswegen will ich einfach euch meine Meinung, die ich selber erlebe, mitteilen. Also die Farbe, fantastisch. Wenn ihr eine weiße Base nehmen würdet, glaube ich, wäre das noch krasser. Also dann wäre es ein richtiges Neonpink. Wunderschöne Farbe. Ich liebe ja diese Barbie-Vibes. Jetzt noch so ein bisschen pinke Lippen. Crazy. Wow. Ich nehme mir jetzt einen kleineren, präziseren Pinsel. Der ist jetzt hier von Catrice. Und dann gehe ich in die Farbe Sangria. Das ist ein dunkleres Lila. Auch hier sieht der Pinsel sehr, sehr gut aus. Und das setze ich mir erstmal in die Crease und verdunkel das damit so ein bisschen. Die Farben haben bis jetzt gar kein Kickback. Also ich kann wirklich minimal. Das ist ja nichts hier. Ich gehe erst mit dem Pinsel so ein bisschen gerade hier rauf. Und dann blende ich das dann gleich nach oben. Auch hier habt ihr gesehen, Farbe ist da. Was mich wirklich beeindruckt, ist, dass die Farben kein Kickback haben. Also nicht in der Palette. Und ich habe auch wirklich keinen Fallout unter den Augen. Und ich nehme halt wirklich auch verschiedene Pinsel. Und bin ja nicht zärtlich mit den Farben, ne? Also das seht ihr ja. Ich blende die Farbe jetzt hier nochmal so ein bisschen aus. Das ist ja manchmal auch mal so ein bisschen tricky. Auch die Farbe lässt sich eigentlich wirklich gut ausblenden. Ich muss hier noch so ein bisschen arbeiten, weil die tatsächlich sehr pigmentiert sind. Und ich vermute wirklich, dass mein Auge danach so ein bisschen, ja, rosa eingefärbt wird. Ich persönlich finde das nicht schlimm. Ich trage ja eh den ganzen Tag Make-up. Falls ihr es aber schlimm findet, nehmt einfach wirklich eine gute Lidschattenbase. Ich kann euch die empfehlen von, wie heißt sie denn, die gute? P. Louise. Sehr, sehr gut. Gibt sogar in Weiß. Dann kommen die Farben einfach noch etwas intensiver raus. Aber wirklich nicht schlecht. Ich nehme wieder den kleinen Pinsel und gehe in die Farbe Acai. Das ist so ein ganz, ganz dunkles Lila. Und das setze ich mir hier außen ganz präzise hin. Das ist schon fast ein Schwarz, ne? Wow. That's a lot of pigment. Okay, da brauche ich jetzt wirklich auch nichts mehr machen. Ich nehme jetzt nochmal einen sauberen Pinsel und blende die Farbe hier ganz außen so ein bisschen aus. Die ist extrem pigmentiert. Das ist die deckendste Farbe auch. Klar, es ist ja auch die dunkelste, aber crazy. Ich überlege jetzt, was ich mir auf mein Lid gebe. Entweder dieses Gold hier, wobei das könnte ich mir auch als Inner Corner gut vorstellen. Eventuell ein Blau aufs Lid könnte auch zu viel sein. Oder halt dieses Kupfer. Und das ist ein negativer Punkt, der mir persönlich jetzt auffällt bei der Palette. Die Farbzusammenstellung ist, du hast wunderschöne Farben in der Palette, die auch offensichtlich sehr, sehr gut funktionieren. Das Einzige ist, ich bin sehr, sehr begrenzt in den Looks, die ich machen kann. Also ich kann einen sehr, sehr einfachen Look mit der Farbe Sand und Honey Drip machen. Oder Honey Dip, Honey Drip. Und vielleicht hier noch Golden Hour.
Ansonsten habe ich aber nur diese sehr, sehr intensiven, bunten Töne. Und ich nehme jetzt einfach mal das Blau. Komm, wir sind jetzt mal mutig. Das ist so ein Schimmerblau und das gebe ich mich hier auf mein Lid. Sehr dunkel. Die ist ein bisschen trockener, die Farbe. Das ist bei Schimmern immer so ein bisschen schwierig. Bei Matz finde ich es nicht so schlimm, wenn die ein bisschen trockener sind. Die hat ein bisschen Fallout, die Farbe. Deswegen würde ich euch empfehlen, vielleicht einfach noch mal ein bisschen Baking-Puder runter zu machen. Aber das ist schon nice. Ich habe das Fallout einmal kurz weggemacht. Also ich muss sagen, ich liebe den Look gerade wirklich sehr, weil es ist so ein bisschen was anderes. Es ist so ein bisschen 80er, 90er Vibes gibt mir das, dieses Neon und dieses dunkle, schimmernde Blau. Ich habe überlegt, ob ich mir das helle, hier Honey Drip, ich komme mit dem Namen noch nicht zurecht, einfach so ein bisschen aufs Lid gebe. Vielleicht machen wir das nochmal. Kommt. So ganz leicht als Highlight. Ah, nee, das gefällt mir nicht, glaube ich. Oder das so als Topper? Nee, das gefällt mir nicht, aber das war jetzt meins. Ich cover das einfach einmal ab. Crazy. Ich gehe jetzt mit einem kleinen flachen Pinsel nochmal in die Farbe Acai und setze mir die hier direkt an meinen Wimpernkranz. Und blende das Ganze mit der Farbe Sangria einmal noch so ein bisschen aus, dass die Kante ein bisschen weicher wird. Und dann blende ich das Ganze hier einfach nochmal so ein bisschen aus, dass das hier schön verbunden ist und ziehe das Pink hier nochmal so ein bisschen mit rein. Ich würde mir einmal ganz kurz Lashes drauf machen, Freunde, so ein bisschen meine Gedanken sammeln und bin gleich wieder da. Und das ist einmal der Look mit der neuen Boutique Y Flash Palette. Freunde, also ich bin ehrlich mit euch, ich habe nicht damit gerechnet, dass sie mir so gut gefällt. Sehr, sehr intensive Farben, ein fantastischer Look, den ich damit, finde ich, zaubern konnte. Gute Qualität, kein Kickback, eigentlich kein Fallout, wenn man nicht sich so doof anstellt, wie ich mich angestellt habe. Sehr intensiv, schöne Texturen, auch diese Schimmertöne fühlen sich sehr, sehr gut beim Swatch zumindest an. Zwei kleine Kritikpunkte habe ich aber. Kritikpunkt Nummer 1 ist, es ist kein Spiegel mit dabei. Passt nicht ins Packaging, aber irgendwie weiß ich nicht. Ich mag das gerne, wenn ich einfach einen Spiegel mit in der Palette drin habe. Und die Farben sind fantastisch, allerdings ist die Farbzusammenstellung, finde ich, vielleicht bin ich aber auch einfach nicht kreativ genug, sehr begrenzt in den Looks, die ich damit machen kann. Also ihr könnt natürlich so ein bisschen variieren, Halo Eye, Cut Crease, so wie es ich jetzt gemacht habe, so ein bisschen smoky oder ihr geht ein bisschen natürlicher. Ansonsten habt ihr aber nicht so viel Farbdiversität mit drin. Ansonsten, falls sie euch interessiert, könnt ihr sie gerne kaufen. Die ist wirklich sehr, sehr gut. Ich finde, es ist auch die beste Lidschattenpalette von Boutique bis jetzt auf jeden Fall. Man hat auf jeden Fall gemerkt, dass da ein riesengroßer Unterschied zur Pigmentierung, zur Formulierung und zum Auftrag war. Herzlichen Glückwunsch, Dagi, zur neuen Palette. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei gewesen seid. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich gerne über einen Daumen nach oben freuen. Ich verabschiede mich von euch, würde vorschlagen, wir sehen uns morgen wieder. Bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf.